Hallo meine liebe Astro-Rebellen, schön, dass ihr zurück bei eurem Astrologie-Kanal seid. Mein Name ist Emmanuel und das ist die allgemeine Monatsprognose für Mai 2019. Diese Prognose gelten gleichzeitig für das Sternzeichen und auch für den Aszendenten. Mein lieber Wassermann, die Sonne ist in einem wichtigen Lebensbereich. Das ist das vierte Haus von dir. Im Mai 2019 dürfte die Weiterentwicklung von vorhandenen Strukturen, die dir Halt und innere Sicherheit vermitteln, einen übergroßen Platz in deinem Leben einnehmen. Bis 20. Monatstag dürftest du dich für die Grundversorgung von Angehörigen, Lebenspartnern oder anderen Drittpersonen einsetzen. Es wird wichtig sein, die geeigneten Bedingungen für dein seelisches Wohlergehen zu finden. Die gemeinsame Erarbeitung und Umgestaltung von Wohnräumen und gegebenenfalls von gewerblichen Räumen könnte in den Vordergrund rücken. Im Laufe des Monats werden Situationen auftauchen, bei denen du besonders gereizt und aggressiv reagierst. Wenn du wertfrei und völlig rationell denkst, mein lieber Wassermann, dann wirst du jegliche Probleme lösen können, ohne dass deine Gefühle die Oberhand gewinnen und du dich angegriffen fühlst. Zwischen 1. und 3. des Monats ist Merkur in Widder Quadrat Pluto im Steinbock. Zum Monatsbeginn wirst du eine gewisse Spannung bei deinen zwischenmenschlichen Beziehungen spüren. Wahrscheinlich wird jemand Unerwünschtes Kontakt mit dir aufnehmen und dies wird dich äußerst irritieren. Es kann aber auch passieren, dass du dich von anderen Menschen begrenzt und eingeschränkt fühlst. Nimm es nicht so persönlich, wenn jemand dich anlächelt oder Kritik gegen dich äußert. Bitte lasse dich von Hektik und Stress im Alltag nicht beherrschen und sei geduldig. Zwischen 4. und 8. Mai ist Mars in Zwillinge Opposition Jupiter in Schütze. Eine Situation kann ihren Höhepunkt erreichen und du bist etwas angespannt. Viele Wassermänner werden Dinge unternehmen, die sie überfordern und eine gewisse Befürchtung beinhalten. Ja? Du wirst viel Kraft haben, diese solltest du aber vernünftig und effektiv ohne Extravaganz und Übertreibung einsetzen. Sportliche, kulturelle oder erholsame Aktivitäten werden verstaute Energie freisetzen und das Konfliktpotenzial verringern. Konflikt mit einem älteren Mann oder Vaterfigur ist nicht auszuschließen. Am 15. geht Venus in Stier. Die Anlagekomponenten der Venus werden sich im Bereich der Wohnung, Familie und der Suche nach Geborgenheit zeigen. Bis Anfang Juni wirst du neue, interessante und intensive Auseinandersetzungen mit einem anderen Menschen haben. Aber du darfst dich nicht so sicher fühlen, bis zumindest nicht, bis bestimmte Dinge geklärt und gesichert sind. Der Kauf, Verkauf oder Renovierung eines Autos sind mit dieser Venus-Stellung begünstigt. Zwischen 16. und 19. des Monats hast du einen Vollmond in Skorpion in deinem 10. Haus. Der Einfluss dieses Mondes streckt sich bis Anfang Juni 2019. Im beruflichen Bereich dürftest du etwas tun, was die Aufmerksamkeit von anderen Menschen auf dich zieht. In Sache Liebe ergeben sich Situationen, bei denen du bereit sein musst, dich mehr zu öffnen, mehr von dir zu geben,
damit du mehr Intimität erreichen kannst. Autoritätsfiguren können viele Frustrationen auslösen. Wenn du nicht den beruflichen Erfolg hast, was du dir wünschst, dann ist eine neue Bewertung von deinen Handlungen und von deinen persönlichen Leistungen notwendig. Und zwischen 22. und 31. Mai ist Mars in Krebs, Sextil Uranus in Stier. Du wirst ein neues Projekt mit deiner Familie realisieren, welches viel Zusammenarbeit und Detailarbeit erfordert. Mein lieber Wassermann, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Mai 2019. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.